eine neue Uhr von Heinrich. Die Heinrich mit dem Sägezahnziffernblatt. Wunderbar, gefällt mir gut, ein außergewöhnliches Ziffernblatt und dazu die typische Heinrich-Qualität. Würde ich sie mir kaufen? Bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Wolfgang Heinrich hat mir die Uhr zur Verfügung gestellt, damit ich sie euch zeigen kann, ganz pünktlich zum Release. Ich persönlich finde es eine ganz außergewöhnliche Uhr, die Heli Cuprion. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das geprobt habe, bevor ich es fehlerfrei sagen kann. Heli Cuprion, aka Buzzsaw, gibt es in 6 verschiedenen Ziffernblattfarben und Ziffernblattvarianten. Wir haben hier Blau, Schwarz, Grün mit dem applizierten Ring und dem Buzzsaw-Muster. Und wir haben Blau, Schwarz, Braun mit einem dezenteren Ton, wo das Sägezahnmuster Ton in Ton ist. Ihr seht hier 2 Varianten, einmal mit dem deutlich erkennbaren Sägezahnmuster und einmal mit dem etwas dezenteren, aber das zeige ich euch noch im Video genauer unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Es kann auch grundsätzlich zwischen 2 verschiedenen Werken gewählt werden. Wir haben einmal das Sellita SW200-1 in der Elaboré-Version und wir haben das Miyota 9015 Premium. Hier seht ihr die hellblaue Variante mit dem silbern aufgesetzten Buzzsaw-Muster, Sägezahnmuster. Ich persönlich finde die Uhr sehr schön, außergewöhnlich. Ich finde sie auch in der gewohnten Heinrich-Qualität. Hier muss man sich wirklich keine Gedanken machen, ob man auch eine gute Uhr für sein gutes Geld bekommt. Das Muster auf dem Ziffernblatt ist inspiriert durch den sogenannten Spiralsäge-Hai Heli Cuprion. Hier nochmal auf dem Boden schön zu sehen. Beziehungsweise den Buzzsaw-Ziffernblattuhren aus den 70er Jahren, wie sie zum Beispiel Universal Genève oder Jaeger LeCoultre auf den Markt gebracht haben. Ursprünglich war das Buzzsaw-Muster auf dem Ziffernblatt außen auf der Minuterie angebracht, in aufsteigender Reihenfolge, um die Minuten besser ablesen zu können. Heinrich hat es auf das Innere des Ziffernblattes gelegt und auch die aufsteigende Reihenfolge umgedreht, sodass wir hier zwar eine Reminiszenz an die Uhren der 70er Jahre haben, aber eben keine Kopie, was mir persönlich wirklich gut gefällt. Die Lünette ist verschraubt, sowohl bei der Variante mit den aufgesetzten Sägezahnmustern als auch bei der Variante mit dem dezenteren Sägezahnmuster, was ihr gleich noch besser sehen könnt. Die Verschraubung der Lünette ist bei beiden Uhren, die mir vorlagen, radial angebracht. Also die Schlitze der Schrauben folgen der Kreisbewegung der runden Lünette. Mir persönlich ist sowas nicht ganz so wichtig, aber ich weiß, dass einige da sehr viel Wert drauf legen. Hier könnt ihr schon einmal erahnen, wie das Sägezahnmuster sich in der dezenten Variante, ich will nicht sagen versteckt, aber doch etwas vorsichtiger zeigt. Und wenn ich dann ins Licht gehe, dann sieht man es sehr deutlich. Natürlich habe ich jetzt die Spiegelung des Scheinwerfers auf dem Glas. Dafür sieht man das Muster auf der Lünette entsprechend deutlicher. Also mir gefallen beide Varianten sehr gut, muss ich sagen. Ich habe da definitiv keinen Favoriten. Ich habe wirklich keinen Favoriten. Also ich kann beiden Varianten sehr viel abgewinnen und wüsste definitiv nicht, für welche Variante ich mich entscheiden müsste, müsste ich es denn tun. Die Uhr ist aktuell im Vorverkauf. Preise und Preisstruktur zeige ich euch am Ende des Videos. Jetzt geht es erstmal um ZDF. Zahlen, Daten, Fakten. Die Uhr hat einen Durchmesser von
40 mm, hat einen Bandanstoß von 20 mm, einen Horn-zu-Horn-Abstand von 47,8 mm. Wie ihr hier sehen könnt, ist wasserdicht bis 200 Meter und verbaut ist die Leuchtmasse BGW9. Die beiden Werke hatte ich euch ja schon genannt und ich messe noch einmal den Horn-zu-Horn-Abstand nach. Die offizielle Angabe sagt 47,8 mm. Mit meiner fehlerbehafteten Handmessung komme ich auf 47,4, 47,5. Das passt wohl, da muss man sich keine Gedanken machen. Hier kommen auch schmalere Handgelenke wirklich gut mit der Uhr klar. Insgesamt finde ich, die Uhr wirkt etwas kleiner, zumindest an meinem Handgelenk, auch das zeige ich euch später. Aber jetzt möchte ich auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Wenn euch diese Videos gefallen, ihr meine Videos allgemein mögt oder aber an außergewöhnlichen, seltenen und nicht so häufig zu sehenden Uhren interessiert seid, dann lasst doch einfach ein Abo da. Ich sehe in den Analytics von YouTube, dass 2/3 meiner Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert haben. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann verpasst ihr auch keines meiner zukünftigen Videos. Band und Boden. Was gibt es zu Band und Boden bei der Uhr zu sagen? Schauen wir einmal hin. Der Boden ist ebenfalls mit dem wunderschönen Sägezahnmuster versehen und das Band ist nach außen hin bedingt flexibel, nach innen hin schmiegt es sich wunderschön an den Arm an. Dieses Beads of Rice Muster finde ich persönlich sehr schön, passt hervorragend zu einer Uhr aus den 70er Jahren. Die Glieder sind verschraubt und sind auch relativ klein, was ich sehr schön finde, denn so lässt sich die Uhr entsprechend gut auch an den Arm anpassen. Die Glieder sind in das Glied verschraubt, also kein Schraubgegenstück, was mich persönlich nicht besonders stört. Die hier am Demo-Modell verbaute Schließe ist relativ groß. Ihr könnt es sehen, fast 50 mm, wenn ich den Horn-zu-Horn-Abstand betrachte. Aber im Auslieferungszustand wird die Schließe kleiner, wie ihr rechts sehen könnt. Nur ungefähr 34 mm. Wolfgang hat mir diese Sachen dankenswerterweise zur Verfügung gestellt, sodass wir klar sehen können, die ausgelieferte Schließe wird kleiner. Es gibt die integrierte Tauchverlängerung, wie ihr gerade gesehen habt, und einen massiven Faltmechanismus, der Heinrich-typisch auch verziert ist mit einem Perlage-Muster. An Stellen, wo man nicht unbedingt immer hinschaut, sieht die Uhr trotzdem gut aus. Mir persönlich gefällt sowas sehr, wenn auch an solchen Stellen darauf geachtet wird, etwas Außergewöhnliches zu bieten, was eben nicht jede Uhr in der Art und Weise zeigt. Die Helicoprion ist tatsächlich eine Uhr, die mich noch einmal richtig überrascht hat. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir ein so auffälliges Design gefallen könnte. Ich zeige sie euch auch gerne einmal an meinem eigenen Arm. Kurz ein Vergleich zu der Guinan Classic Edition CS23, 40,5 zu 40 mm. Ich glaube, hier zeigt sich am besten, was ich damit meinte, dass die Heinrich Helicoprion etwas kleiner wirkt. Die Uhren sind nämlich von den nackten Zahlen her ungefähr gleich groß. An der Uhr mit dem sichtbaren oder besser sichtbaren Sägezahnmuster ist ein verkürztes Band montiert. An meinem Arm macht sich die Uhr wirklich klasse. Mir persönlich gefällt sowohl das Design als auch das Armband. Ich finde beides sehr gelungen. Es passt sehr gut zusammen. Mir gefällt auch der weibliche Endlink, sodass das Band nicht das Gehäuse künstlich verlängert durch den Endlink. Finde ich sehr gut gelungen und sowas mag ich. Bei der blauen Variante mit dem dezenteren Sägezahnmuster
ist das Band noch in Originallänge. Bei meinem 17,5 cm Handgelenk bekomme ich mal ganz bequem 3 Finger drunter. Und das ist schon 2 und den kleinen auch noch. Ich bekomme also noch 3 Finger dazwischen, sodass man hier wirklich sehr viel Spiel hat. Vielleicht nicht für jedes Handgelenk, aber für sehr viele Handgelenke sollte das wirklich gut passen. Auch von der Seite, von der Kante. Mir gefällt sie, obwohl ich, und das sage ich ganz ehrlich, oft kein Freund von Stahllünetten bin, insbesondere wenn es sich um Drehlünetten handelt. Das haben wir hier nicht. Hier haben wir aber eine aufgesetzte Lünette mit Schrauben, die die Augen anzieht, den Blick fängt. Und da habe ich es oft gerne, wenn sich die Lünette langsam etwas besser absetzt. Die Uhr bei Nacht. Was sagen wir zu der Uhr bei Nacht? Ja, sie tut es bei Nacht und zwar richtig gut. Beide Uhren sind mit BGB 9 ausgelegt, wie ich es gesagt habe. Beide Uhren leuchten gut und ausreichend lange. Ihr seht, das Gehäuse leuchtet noch etwas nach, es glänzt etwas. Es war nicht ganz dunkel, als ich diese Aufnahmen gemacht habe. Und trotzdem sind beide Uhren wirklich sehr gut zu sehen und haben auch in der Zeit der Aufnahme nicht an Leuchtkraft verloren, haben nicht nachgelassen. Ja, ich persönlich mag sowas. Ich mag Uhren, die gut ablesbar sind. Die Zeigerform ist nicht 100%ig meins. Zumindest nicht bei Uhren, die sportlich daherkommen. Aber da habe ich auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe die Krone mal aufgeschraubt und wollte euch auch die Verschraubung der Krone zeigen. Was ich immer gut finde, ist, wenn auch an versteckten Stellen wie hier im Gewinde der Krone bei der Verschraubung sauber gearbeitet wird, wenn es da keinen Dreck gibt, keine Verfärbung, und das ist hier zu 100% der Fall, wirklich sauber gemacht und das mag ich sehr. Noch nicht gezeigt habe ich euch, wie die Zeiger gesetzt sind. Das mache ich jetzt. Dafür muss ich kurz die Zeiger entsprechend einstellen und ich mache es auch an beiden Uhren, damit wir einen Vergleich haben. Wie ihr sehen könnt, die Zeiger sind wirklich gut gesetzt. Ich habe gerade gesehen, hier habe ich die Einstellung des Minutenzeigers nicht 100% getroffen. Nochmal der direkte Vergleich. Bei beiden Uhren sind alle drei Zeiger wirklich absolut gut aufeinander abgestimmt und passen perfekt. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht anders erwartet. Hier kann man noch mal ein bisschen die dezentere Variante des Sägezahnmusters erkennen. Und das Datum ist übrigens auch hier der Ziffernblattfarbe angepasst. Es ist im Augenblick, so wie es aussieht, ein etwas helleres Blau. Da das Blau aber in unterschiedlichsten Farbtönen changiert, passt es bei einem der vielen Farbtöne, aber eben nicht bei allen. Das ist dem Sonnenschliff geschuldet und das ist bei allen Uhren dieser Art so, dass man da nicht einen Ton auf dem Datum hat, der immer überall für alles passt. Würde ich mir die Uhr kaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz. Mir gefällt sie zwar sehr gut, aber manchmal sind mir bestimmte Sachen auch etwas zu auffällig und ich bin ja auch nicht der absolute Vintage-Typ und diese Uhr mit dem entsprechenden Ziffernblatt-Design nimmt schon sehr starke Anleihen an den 70er-Jahre-Design-Vorlieben. Ich kriege den Satz nicht zu Ende. Das Ziffernblatt nimmt schon sehr starke Anleihen an das 70er-Jahre-Design und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob diese Uhr den Weg in meine Sammlung findet, aber das liegt nicht daran, dass sie zu teuer wäre oder aber nicht gut gemacht wäre. Im Gegenteil, es geht ausschließlich um meine persönliche Designvorliebe. Zum Thema zu teuer. Gehen wir einmal auf die letzten beiden Spalten. 800
24 beziehungsweise 864 Euro und 924 beziehungsweise 764 Euro kostet die Uhr mit Sellita beziehungsweise Miyota Werk. Ich finde diese Preise sehr angemessen und kann da auch nicht dran rummäkeln. Natürlich sind die Preise etwas höher, als sie in der Vergangenheit gewesen sind. Das liegt aber daran, dass wirklich alle Teile bei der Uhr deutlich teurer geworden sind. Man kann jetzt mit einiger Berechtigung sagen, dass früher alles besser war. Früher war auch mehr Lametta. Insofern müssen wir, glaube ich, alle damit leben und diese Uhr mit diesem Design und der Qualität, die man von Heinrich bekommt, komplett unter 1000 Euro, finde ich immer noch ausgesprochen angemessen. Abgesehen davon, wer früh bestellt, bekommt sie ja auch deutlich günstiger und Heinrich hat, was ich sehr gut finde, als preisdämpfende Option auch die Möglichkeit angeboten oder bietet die Möglichkeit an, die Uhr mit einem Miyota zu bestellen, sodass man weiterhin für kleines Geld eine gute Uhr bekommt. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.